wenn der Staatsschutz nicht die Klingel drückt. Hier bin ich noch, keine Angst, der Staatsschutz hat mich noch nicht einkassiert. Allerdings bin ich inzwischen etwas auf Kriegsfuß mit dem Staatsschutz des Landes Berlin. Er läuft unter dem Namen LKA 5 hier. Er behandelt die ganzen Kriminalitätsfelder, politisch motivierte Kriminalität und so weiter. Ich habe es mir herausgenommen, als einfacher Bürger unserem lieben Generalbundesanwalt mit dem schönen Namen Jens Rommel einen Brief zu schreiben und ihn darauf hinzuweisen, dass er doch das Verfahren an sich nehmen soll und es dem Berliner Staatsschutz abnehmen soll. Es geht um die Hisbollah, um die Demonstration am Berliner Alexanderplatz. Ich habe gesagt, ich bleibe dran und ich bin dran. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Abonniere unbedingt diesen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Bald haben wir die 100.000. Und wenn du meinen Zweitkanal AfD Observer kennst, muss ich dir jetzt leider sagen, dass dieses Projekt eingestellt wird. Um genaueres zu erfahren, kannst du dort das Video auf diesem Kanal dir anschauen. Wir starten ein neues Projekt. Wir kommen zurück zur Sache. Es geht um die Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz vom 12. August 2024. Ich habe euch das Video schon gezeigt, wo ein junger Mann sich offen zur verbotenen Hisbollah bekennt. Das Ganze ist an sich ja schon schlimm genug, auch dass der Berliner Polizist einfach nebendran gestanden hat und nichts getan hat. Jetzt ist es allerdings noch weitergegangen. Ich habe mich selbstverständlich bei der Presseabteilung des Landes Berlin, bei der Polizei erkundigt, nachdem auch das Bundeskriminalamt meinen Hinweis nicht annehmen wollte am 13. August. Das finde ich besonders spannend, denn erst am 15. Juli, also vor ungefähr einem Monat, haben Mitarbeiter bzw. die Beamten des Bundeskriminalamtes ein Mitglied der Hisbollah-Organisation in Deutschland festgenommen auf Ersuchen des Generalbundesanwaltes Jens Rommel. Und jetzt kommt nämlich unser Generalbundesanwalt hier ins Spiel. Die Pressemitteilung oder bzw. die Presseabteilung des Landes Berlin hat zu dem ganzen Vorfall überhaupt keine Pressemitteilung veröffentlicht und hat das auch nicht vor. Ich habe zunächst die Information bekommen, dass der junge Mann einen Platzverweis bekommen hat und dass ein Verfahren wegen Volksverhetzung gegen ihn eingeleitet worden ist. Auf meine Nachfrage hin, was denn mit Paragraph 129 StGB ist, wurde mir dann erstmal entgegnet, da kann ja jeder daherkommen und behaupten, er gehöre dieser Organisation an. Wo ich dann die Polizistin am Telefon nochmal darauf hinweisen musste, seit wann zweifelt die Polizei Geständnisse an? Ein Geständnis führt immer zu Ermittlungshandlungen. Allerdings wurde hier ein Geständnis abgelegt vor den Augen eines Polizisten und der Polizist hat nicht reagiert. Gott sei Dank hat man die Personalien dieses jungen Mannes nämlich festgehalten durch den Staatsschutz Berlin, der jetzt hier wegen Volksverhetzung ermittelt und wegen diesem Platzverweis auf dieser Demonstration. Mein Hinweis auf 129 StGB wurde weitergeleitet an den Staatsschutz Berlin und ich sollte eine schriftliche Antwort erhalten. Eine schriftliche Antwort habe ich auch erhalten, doch leider weniger interessant, als man das vermutet. Es kommt hier dann einfach nur zurück. Ja, es sind Ermittlungen eingeleitet worden. Die tatbestandliche Einordnung zum Zeitpunkt der Anzeigenfertigung stellt immer nur eine Momentaufnahme dar und gewährleistet die grundsätzliche Aufnahme von Ermittlungen. Im Laufe dieser können weitere Tatverdachtsmomente hinzutreten. Die abschließende rechtliche Würdigung obliegt in jedem Fall der Staatsanwaltschaft. Besser kann man sich hier nicht rausreden. Sie sagen, ah, danke für den Hinweis, jetzt ermitteln wir auch wegen 129 StGB. Und das ist deswegen spannend, weil der Generalbundesanwalt automatisch dafür zuständig ist. Und ich habe ihm jetzt einfach den Hinweis gegeben, weil ich vermute, dass der Staatsschutz Berlin dieses Verfahren nicht zeitnah bearbeitet. Ich will nicht verschleppen oder verzögern, unterstellen, sie ertrinken in Arbeit aufgrund der ganzen Anzeigen der Ministerien. Die laufen alle beim Staatsschutz Berlin über den Tisch. Ebenfalls heute Morgen gab es hier eine Farbattacke auf das Büro der SPD in Berlin. Selbstverständlich ermittelt hier der Berliner Staatsschutz. Und der Berliner Staatsschutz, er ist anscheinend so überfordert, dass er es hier duldet, dass so eine Person, wie ich sie euch gezeigt habe, offen auf der Straße herumläuft. Und das ist ein Sicherheitsrisiko für jeden in unserem Land. Ebenfalls besteht Fluchtgefahr, er ist kein deutscher Staatsbürger. Wenn du allerdings das genaue Schreiben an den Generalbundesanwalt hören möchtest, komm unbedingt in meinen Telegram-Kanal, dort
habe ich das extra aufgenommen und lese das vor. Das ist vermutlich wieder zu viel für den Algorithmus von YouTube hier. Entweder kennst du den Inhalt des Schreibens, weil du ihn dir auf Telegram angeschaut hast, oder wir machen hier einfach weiter. Ich habe jetzt den Generalbundesanwalt einfach darauf hingewiesen, dass er in der Zuständigkeit ist bei diesem Verfahren und nochmal darauf hingewiesen, weil die Polizei Berlin mir ab sofort jegliche Auskunft verweigert. Sie sagen, aus laufenden Ermittlungen dürfen wir keine Informationen geben. Ich habe nur die Frage gestellt, wurde das Handy beschlagnahmt als Tatmittel, weil er ja ein verbotenes Zeichen darauf hat und vermutlich das auch zur Kommunikation benutzt. Ebenfalls habe ich gefragt, ob er denn inzwischen in Untersuchungshaft gesteckt wurde oder ob es eine Hausdurchsuchung gegeben hat. Zu allen drei Punkten keine Auskunft, zu allen drei Punkten gibt es auch keine Presseberichte und generell hat das niemand erwähnt. Der Clip auf Twitter hat schon über 250.000 Leute erreicht, wo man sieht, dass die Polizei Berlin nicht Herr über ihre Beamten sind, die einfach dabei zuschauen, wie hier Bekenntnisse nach 129 StGB abgegeben werden. Der Generalbundesanwalt, ich setze große Hoffnung da rein, dass innerhalb von wenigen Tagen dieser junge Mann in Karlsruhe beim Haftrichter vorgeführt wird. Ich habe auch bei der Pressestelle des Landes Berlin bei der Polizei extra angekündigt, dass ich dann den Weg über den Generalbundesanwalt gehe. Daraufhin wurde ich nur gefragt, ob das denn erfolgreich ist. Und da musste ich ihr nur sagen, ich habe so lange im Deutschen Bundestag gearbeitet und habe so viele Generalbundesanwälte kommen und gehen sehen und weiß, wie man ungefähr ansetzen muss, damit zumindest man getriggert wird. Ich werde mit Sicherheit keine Antwort erhalten vom Generalbundesanwalt, wo drin steht, vielen Dank für Ihren Hinweis, Sie haben zur Sicherheit in Deutschland beigetragen, obwohl ich natürlich meine Handynummer dazu geschickt habe und gesagt habe, ich stehe jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. Ich setze allerdings noch Hoffnung darauf, dass der Generalbundesanwalt hier untersuchungshaft veranlassen wird. Das ist vor allem deswegen so interessant und spannend. Es ist nicht nur das Bekenntnis zu dieser Organisation hier und Mitgliedschaften dieser Organisation, worauf 5 Jahre Freiheitsstrafe stehen im Strafgesetzbuch. Es ist ja noch dazu jemand, der nur einen Aufenthaltstitel hier hat, der hier quasi gar nicht geboren wurde. Er soll libanesischer Staatsbürger sein, hat mir die Polizei Berlin gesagt. Und selbstverständlich ist so eine Bestrafung, die hier im Raum steht, beziehungsweise die Mitgliedschaft, könnte für den Verlust des Aufenthaltsstatuses führen, beziehungsweise ausländerrechtliche Konsequenzen bis hin zur Ausweisung zur Folge haben. Aktuell ist das mit dem Libanon eine schwierige Sache wegen der Konfliktsituation. Allerdings bin ich gespannt, ob wir es schaffen, dass wir hier die Behörden dazu anleiten, dass sie ihren gesetzlichen Auftrag einfach erfüllen. Ich war beim Bundeskriminalamt. Ich habe mit dem LKA telefoniert, ich habe mit der Pressestelle Berlin telefoniert und alle sagen nur, ja, ja, da wird ermittelt und die Staatsanwaltschaft gibt es dann irgendwann bekannt. Und ich sage nur, Leute, es gibt ein Video mit hunderttausenden Aufrufen, wo man eure Polizeibeamten sieht, die offenkundig sich fehlverhalten. Die Anzeige wird von irgendwem irgendwann auf dem Fuße folgen, ich mache es nicht. Aber das Schlimme ist, sie stellen das nicht richtig, sie lassen das im Raum stehen und somit entsteht der Eindruck öffentlich, dass die Polizei kein Interesse hat. Selbstverständlich geht es dann am Ende seinen Gang. Allerdings kann es Wochen oder Monate dauern, bis beim Staatsschutz dann ein Haftbefehl beantragt wird. Ich habe jetzt einfach den Turbogang eingelegt und habe das dem Generalbundesanwalt, wie gesagt, persönlich übermittelt. Das findet ihr in meinem Telegram-Kanal, den genauen Inhalt dieses Schreibens. Ich bin gespannt, ob sich jemand bei mir meldet. Ich rechne ja damit, dass der Staatsschutz mir bald eine Gefährderansprache hält oder mich nochmal darauf hinweisen möchte, was der offizielle Dienstweg in diesem Lande ist. Und mich interessiert der Dienstweg in diesem Lande nicht. Wenn ich Hinweise habe zu besagtem Paragraphen, müsste jeder, der in diesem Lande Beamter ist, freiwillig Stift und Papier in die Hand nehmen und sagen, selbstverständlich nehme ich das auch von Ihnen und danke Ihnen für diesen Hinweis. Stattdessen Spießrutenlauf, schon seit Tagen sind wir quasi dabei, hier zu versuchen, was los ist. Interessant war ja auch, dass das BKA mir gesagt hat, ich soll mich beim Verfassungsschutz melden. Die hatten gar kein Interesse daran, diese Story. Die wollten mich dann zum LKA schicken, weil sie behauptet haben, naja, sie sind ja nur bis das Verbot vom BMI ausgesprochen wurde, also in Vorbereitung des Vereinsverbots sind sie tätig als Vorfeldorganisation. Und somit bleibt es spannend, ob wir hier bald eine weitere Verhaftung in Karlsruhe vermelden können von jemandem aus Berlin. Vielleicht haben wir hier endlich den richtigen Stein angeschoben, denn ich kann es nicht ertragen, dass sie solche Leute in Berlin auf der freien Straße herumlaufen lassen, aber mir jetzt bald wieder drohen wollen, weil die Steuerfrist diesen Monat endet. Deine übrigens auch. Deswegen abonniere den Kanal X und Telegram, dann bleibst du immer auf dem Laufenden.
Wenn du sowieso bei Amazon bestellst, unterstütze mich mit einem Affiliate-Link. Da unten gibt es eine Familienpackung Pfefferspray. Aber du kannst auch sonst alles bei Amazon bestellen. Gleicher Preis für dich, kleine Provision für mich. AfD Observer, mein Zweitkanal, der ist eingestellt, beziehungsweise wir bauen um. Schau dir das Video auf diesem Kanal an und damit bis bald.